So, ja, Kralle baut jetzt auch erstmal wieder an. Obwohl, er erntet erstmal. Angebaut wird später. Ach, das ist rauer Marmor. Das ist gar kein Wasser. Okay. Ich dachte, hier ist rauer Marmor. Einer ist untätig. Majot, das ist nicht gut. Dann werden wir dir mal was suchen. Und zwar wirst du Bäume fällen. So, jetzt durftest du auch wieder was zu tun haben. Ganz ehrlich, du kriegst jetzt auch Pflanzen. Obwohl, Waldarbeit, ne? Majot, wunderbar. Eigentlich müsste Majot jetzt kommen. Achso, er schläft. Sie schläft. Dann wirst du jetzt doch noch nicht arbeiten. Denn wir brauchen definitiv noch mehr Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ja. Achso, hier wächst noch alles. Okay. Ja, Pfeilblätter. Weiß ich nicht, ob die so viel bringen. Können wir mal gucken, ob Pfeilblätter auch Holz bringen. So, Karl hat immerhin schon mal das erste Feld hier fast angebaut. Hier wird es wieder warm. Okay, sehr gut. Ich werde dich trotzdem jetzt mal ganz kurz bei der Priorität Kralle auf Bergbau 2 schicken. Und Feldarbeit macht dann erstmal Ray weiter. Bauen bitte auch auf 2. Aber das Wichtigste ist natürlich Kochen. Kann man hier eigentlich auch Prioritäten setzen? Dass man sagt, das hier soll als erstes mit, alter Schwede, mit Strom verbunden werden, das hier danach erst. Ich glaube, das geht nicht, ne? Naja. Egal, so, was macht Kralle jetzt? Achso, er schläft. Ne, er baut noch ab. Übrigens, dieser Standort hier, fällt mir jetzt auch gerade mal so auf, ist eigentlich wirklich perfekt gewählt, weil selbst wenn jetzt mal der große, die große Feuersbrunst hier übers Land wütet, wir sind safe. Also erstmal sind wir ja sowieso nur hier von einer Stelle wirklich erreichbar und das ist Sand. Und Sand, wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe, brennt relativ schlecht. Von daher werden wir hier selbst bei Feuersbrünsten einfach mal komplett safe sein. Das ist sehr gut. Wie gesagt, vor Angriffen sind wir geschützt. Mehr oder weniger. Und vor Bränden sind wir auch geschützt. Von daher, Win-Win-Situation. Hier ist Windturbine, haben wir auch gleich eine. Haben wir hier eigentlich auch eine rum? Da ist auch eine. Ach, perfekt. Wind hätten wir auch in der Nähe. Müsste man natürlich nur erforschen. Aber dazu will ich ja das Ding hier erstmal bauen. Produktion. Eine einfache Labortisch. Den könnte man natürlich auch hier noch reinsetzen, aber naja. Ich will ja nicht alles in einem machen. Ach so, apropos alles in einem. Hier machen wir bitte erstmal nochmal Beton rein. Was sagt da der Betonvorrat? Oder der Eisen- oder der Erzvorrat? 1200. Kralle ist so ein mega guter Bauer schon. Bauarbeiter. Bauer, naja, da arbeitet er noch dran, dass er gut wird. So, schön im Wasser ist der Blitz eingeschlagen. Was haben wir hier für ein Messer? Stahlmesser, schlecht. Majot hat ein Klarstahlmesser, normal. Macht einen Schaden von 898. Das Ding. 585. Okay, dann lass mal definitiv das Ding da. Was macht das hier pro Sekunde? 564, auch schlechter. Ja. Ach so. Okay, er isst jetzt erstmal was. Weiter hämmern. Wie sieht es denn eigentlich hier auf unserer Abfallhalde aus? Die wird schon sehr voll. Die wirkt schon sehr voll. So wie ich. Ich wirke auch ab und zu mal sehr voll. Das Ding bauen wir auch aus Stahl. Ich brauche kein Holz-Labortisch, sondern wir machen einfach gleich einen Stahl-Labortisch draus. So, das Ding würde ich gerne so bauen. Aus Gründen. Einen Holzstuhl. Und dann gab es ja noch diverses, ne? Werkzeugschrank. Nee. Arbeitstisch.
Okay, gut, die Schlachtbank könnten wir damit verbessern, was wir allerdings überhaupt nicht brauchen. Den Labortisch möchte ich verbessern. Den würde ich dann gerne... Okay, der würde... Da gab es doch aber ein Anhängsel dazu. Zu dem Labortisch. Dass der besser wird. Habe ich jetzt das Ding eigentlich gesetzt? Ja. Okay, dann werden wir jetzt in die Forschung gehen. Und wir fangen an mit... Bäume anpflanzen, ehrlich gesagt nicht. Ich würde gerne, wie immer, als erstes lernen, Dinger zu verarbeiten. Also hier Gesteinsbrocken. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das ist. Oder beziehungsweise wie das heißt. Solarzellen. Batterien. Okay, wir fangen mit Batterien an. Recurve-Bogen? Schmieden? Nee, Schmieden ist es auch nicht. Drogenherstellung, Hydrokulturen, Sprengfalle. Wasserkraftgenerator. Alter Schwede. Was ist das denn? Kenne ich ja gar nicht. Solarzellen, auch gut. Biokraftstoff. Okay. Aber wo ist denn das... Nee. Wo ist denn das, dass ich Steinbrocken ver... Ganz ehrlich, gibt's das nicht sogar schon? Ja. Das gibt's schon. Das ist ja clever. So, das Ding setze ich hier rein. Ungünstige Temperatur. Okay, weil es 42 Grad hat. Naja. Okay, wir reißen das nochmal ab. Wir machen so einen kleinen Anbau dran. So, hier kommt die Stahltür rein. Und da kommt der kleine Anbau ran. So, Stahltür. Und das Ding ist wie breit? Bestimmt 3, ne? Ja. Gut, dann müssten wir es theoretisch hier hinsetzen. 1, 2, 3. Ja. Dann müssen wir es so bauen. Und dann können wir hier gleich ein in die Stahlverarbeitung oder in die Steinverarbeitung setzen. Der Kralle ist so krass schnell jetzt geworden. So, Production, Stahl. Zack. Ja, das Ding kann dann... Naja, ist egal. Wie gesagt, hier werden wir jetzt eh Aufgaben machen. Verarbeite alle Steinblöcke herstellen für immer. So, und Kralle fängt damit gleich an. Sehr gut. So, dann setzen wir hier aber noch einen Holzstuhl hin. Holz haben wir erstmal wieder ein bisschen. Trägt Holz zu Stuhl. Stuhlgang. Jetzt kocht er eine einfache Mahlzeit. Naja, gut. Okay, er switcht ein bisschen immer mit seinen Sachen. Okay, jetzt wurde er entfernt. Nee, du sollst den scheiß Stuhl bauen. Mann, hallo. Und fertig, die Axt. So, jetzt kann sich da einer ausleben und ein bisschen Steinblöcke verarbeiten. Das ist unter Handwerk. So, Hitzewelle, sehr schön. Und, was? Aufgabe, versteckte Gegenstände. Barrow, Häuptling von den violetten Morast-Verwandtschaft, hat uns eine Nachricht. Sie haben erfahren, dass eine Sammlung wertvoller Gegenstände, 1300 Dollar, in einem nahen Versteck darauf gewartet, gefunden zu werden. Die Sammlung besteht aus heiler Naniten. Unglücklicherweise wird das nicht lange. Andere Gruppen sind schon auf dem Weg und werden den Ort in 15 Tagen erreichen, wenn wir nicht gehen. Wertgegenstände ziehen Gefahren an, also sei vorsichtig. Barrow sagt, dass ein schlafende Mechanoid in diesem Gebiet sind.
Heiler Naniten. Eine Dosis Naniten, die darauf programmiert wurde, Gesundheitsprobleme zu heilen. Die Naniten zielen auf das schlimmste Problem, das die Person hat. Das funktioniert sogar bei Problemen, die normalerweise nicht heilbar sind. Die Naniten können sich auch zu organisierten Gewebe transformieren und so neue Körperorgane. Alter Schwede, das hätte ich gerne. Ach, da! Okay, wie kann ich jetzt sagen, dass ich da was hinschicken will? Das habe ich übrigens noch nie gemacht, ne? Ach, dann müssen wir mal in den Lernhelfer gehen. Drogensucht, wissen wir? Ja, ja, verstanden. Energieschildgürtel. Blockieren ein- und ausgehende Geschosse. Sie haben keinen Einfluss im Nahkampf. Energieschildgürtel. Schild entweder mit geballter Feuerwaffe oder Nahkampf ausschalten. Ach du Scheiße, okay. Fernseher für Patienten. Um Patienten solltest du sie fernsehen lassen, während sie im Bett liegen, okay? Karawane reformieren. Nach einem Ereignis kannst du eine Karawane reformieren lassen, indem du den Befehl Karawane reformieren auf der Weltkarte benutzt. Weltkarte? Danke. So, und hier soll ich jetzt eine Karawane formieren können. Karawane erstellen. Okay. Das habe ich noch nie gemacht, deswegen tut's mir leid. Ich muss mal speichern. Überschreiben. Das will ich jetzt mal testen. Welt. So. Karawane erstellen. Blub, blub, blub. Gesammelte Nahrungsportal, bla 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 bla. Annehmen. Wähle Route. Dahin. Wähle Route. Ein Tag. Annehmen. Tagesration an Nahrung. Bla bla blub. Bla. Gewicht, Gegenstände. Wir nehmen mit. Einfache Mahlzeiten. Meinetwegen 10. Tagesration und Nahrung. Sind sie zufrieden? Wir nehmen mit. Eigentlich nichts weiter, wa? Nee. Nur das plus das, was sie tragen können. Sichtbarkeit 52%. Okay. Annehmen. Deine Kamera hat nur Essen für 2 Tage und wird schnell hungrig werden. Bist du sicher, dass du die Kamera erstellen willst? Scheiße. Nein. Okay. Dann müssen wir schnell nochmal Nahrung produzieren. Aufgabe. Wir machen mal bis 20 jetzt. So, dann machen wir ganz schnell jetzt hier die Nahrung. Ist mir egal wer, Hauptsache es macht überhaupt irgendeiner. Dann stellen wir mal kurz Nahrung für eine Expedition zusammen. Boah, das ist ja geil. Expedition. Wieder was gelernt. So, der verarbeitet Blöcke, sehr gut. Oder sie, Majot. Oh, ich muss dieses Lagerhaus auf jeden Fall auch nochmal irgendwann erweitern. Umbenennen. Kann ich das umbenennen? Da. Lagerhaus. So, das kann man natürlich auch benennen hier. Der Kartowski-Acker. Halt. Der Kartowski-Acker. Und... die asiatischen Gärten. So. Dann haben wir die. Gut, die Abfallzone, weiß ich nicht. Ach, obwohl. Geht doch noch schlimmer. So. Machen wir es so. Nahrung haben wir jetzt 20. Gut, dann. Weltkarte. Jetzt speichern wir nochmal. Da. Und dann machen wir die Expedition. Ich hoffe, dass das keine negativen Folgen hat. Aber okay. Karawane erstellen. Bla bla blub. Wähle Route. Mit Rechtsklick. Wähle Route. Dann Gegenstände. Alle mitnehmen. Verdirbt in 2,4 Tagen. Mhm. Dann machen wir es so. Annehmen. Ja, ja, ja. Alles gut. Bestätigen. So, ihr rennt jetzt los, oder was? Okay, die rennen jetzt wirklich los. Ganz ehrlich, ich hätte mal einen hier lassen sollen. Ich blöd, Mann. Ach, es ist eh Hitzewelle. Na, ein Glück schicke ich die gerade los. So, läuft die Zeit eigentlich weiter, während ich hier bin? Ja. So, da können wir sie beobachten. Majot, Krall und Ray auf dem Weg zu den Ruinen. Sie machen gerade Pause, oder was?
Ah, so, 11,3 Felder am Tag. Tagesration, okay. Sie kampieren gerade, oder was? Auf jeden Fall laufen sie gerade nicht. Kontaktiere Geheimversteck. Voraussichtliche Ankunftszeit, 0,7 Tage. Ja. Okay, es ist ein Mechanoid da. Also, ich bin jetzt sehr gespannt, was passieren wird. Und ob wir da auch selber quasi spielen können. Da. Ach so, kann man wahrscheinlich auch weiterziehen, wa? Dass man sagt, wir räubern jetzt die Karte aus, auf der wir gerade sind. Mit allem, was dazugehört. Und später ziehen wir einfach ins nächste Gebiet und bauen uns da was Neues auf. Da. Tagesration der Nahrung, 1,1. 1,2, hä? Gesammelte Nahrung pro Tag, 17,6 Beeren. Ach, die sammeln nebenbei noch Essen auf. Das ist auch geil. Das ist ja schön. So, ich hoffe, dass sie es auch schaffen. Ja, ich weiß, es wird gerade nicht geforscht. Wobei ich eigentlich Forschung eingestellt habe. Ach so, ich muss natürlich auch auf aktivieren klicken. Okay, so. Es wird dunkel, aber wir sind gleich da. Patterfleisch ist verdorben. Ach so, ja, weil. Ja. Unser Dings gerade so extrem ist. Karawane bei Geheimversteck angekommen. Zum Ort springen. Das ist der Mechanoid übrigens, der Lancer. Okay, das ist eine kleine Karte. Alter Schwede. Ich hab ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, vor dem Vieh. Da ist die Tür, da müssen wir rein. Können wir das Ding nicht einfach umgehen? Das wird ja nicht aufwachen, oder? Wir haben es 21 Uhr. Ich will es nicht angreifen. Oh! Bitte nicht Marriott abschießen, danke. Okay, schnell verstecken. Heilernaniten aufheben. Okay, wir gehen wieder. Tschüss. War schön mit dir. Wie kann ich jetzt sagen, ich würde gern wieder gehen? Ich habe eigentlich alles, was ich will. Ich habe die Heilernaniten. Ja. So. Ja, bitte nach Hause. Okay, und los. So, dann haben wir es nämlich eingesammelt. Und können uns jetzt nach Hause machen. Boah, ich hoffe, dass wir auch lebend da wieder ankommen. Die Hitzewelle ist vorbei. Sehr schön. Naja, gut, wir haben nicht viel mitbekommen davon. Tagesration an Nahrung. Okay, kann natürlich sein, dass jetzt ein bisschen. Naja. Bisschen unzufriedener sind, wenn sie ankommen. Aber ich hoffe, dass sie lebend ankommen. Gut, das werde ich vorspulen, denn es wird ja nichts passieren jetzt in der Zeit. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann sind wir hoffentlich wieder heil und mit den. Mit diesen. Naja, ist egal. Mit diesen Naniten oder wie das Ding hieß. Ich habe schon wieder vergessen, was. Heiler-Naniten, da ist es. Blitzsturm. Ja, es interessiert mich alles nicht. Ich bin gerade nicht auf der Karte. Ja, das haben wir ja gelesen. Also ich bin mal gespannt, was das für einen Effekt hat. Aber ja, wir werden es sehen. So, also, bis übermorgen, haut rein. Ciao und tschüss.